Grüß euch wieder einmal, jawohl. Heute geht's ran an die Maschinen, ihr seht es im Hintergrund. Und zwar mache ich heute Wartung, Instandsetzung, Instandhaltung, Kundendienst, kannst sagen, was du willst. Und zwar vom 6120er John Deere, vom Hirsch, ne? Von der Taifunseilwinden und vom Rückewagen. Ne? Was machen wir? Anschmieren, Ölwechsel. Anschauen, ob alles noch dran ist. Waschen. Genau. Das sind so ungefähr die groben Sachen, die wir machen. Weil der John Deere hat geschrien, wasch mich. Wasch mich an. Weil ich fühle mich, weil ich neu geboren. Jawohl. Und dann habe ich gesagt, jetzt passt's wieder. Jetzt kriegst du eine Dusche. Weil echte Helden fahren gelbe Felgen. Jawohl. Ja, das ist schon notwendig. Ja. Blinzelt er mir schon zu. Der blinzelt mir schon zu. Schau mich an. Ich schau aus, wie ich nochmal was. Hat sich ja die Fallen, das kostet ja den Lohn. Die mein gelb sein, die mein blitzen. Oder? Was sagt ihr dazu? Ja, schaut euch das an. Das kostet nicht Lohn. Die kostet nicht 10 Lohn. Da drin hängt der Dreck in die Rockkasten drin. Ich zeig's euch gar nicht. Und im Innenraum, der kriegt ein komplettes Waschprogramm. Der kriegt einen schönen Innenraum, machen wir wieder schön, dass es schön drinnen duftet. Besser wie in manchen Wohnzimmer drinnen. Wunderbar. So, schaut es. Vorher nachher vergleich, schaut es euch nochmal an. Ne? Wahnsinn. Oder? Und jetzt greifen wir an, spritzen wir an. Einmal außen und dann schamponieren wir rein. Den Dampfstrahl habe ich schon hergekriegt. Da geht es um, Schleichel. Ne? Grenzle. 2175 TS, ein Top-Teil, bin ich absolut zufrieden, ist fahrbar, ist keine Werbung, ich kriege keinen Cent dafür, aber ich suche Sachen, die auch gut funktionieren und da bin ich zufrieden mit dem drum, aus allem fertig. Der kostet einen schönen Schlauch, ich mache hast alles dabei, schaut es euch an, in der Videobeschreibung verlinke ich euch einmal, schaut es euch an, ich bin zufrieden, vielleicht kann der andere brauchen. So, der kann aber kein Warmwasser, gell? Der kann nicht, das nicht, das habe ich auch nicht genommen, weil ich es nicht brauche. Ich brauche es nicht. Ich bin ein Kaltduscher. Tut mir leid. Also, schaut es euch an, Drecki. Jetzt machen wir mal gleich einen Check, wie er vorher und nachher ausschaut. Vorher seht ihr jetzt. Dann spritzen wir noch. Und dann schauen wir, wie er nachher ausschaut. Und zwar, wie schaut er gleich aus, wenn er sauber ist? Und zwar in 3, 2, 1. So, erste Tour ist fertig. Jetzt habe ich ihn mal grob angespritzt. Unterschied wie Tag und Nacht. Und jetzt wird er einschamponiert. Jetzt wird aus dem grünen Hirsch ein weißer. Und zwar in 3, 2, 1. So, was sagt ihr dazu? Geschneit hat es noch nicht bei mir. Das ist ein Shampoo. John Deere Shampoo. Bruder. Super Shampoo. So, ey, balsamiert ist er. Jetzt lass ein bisschen einwirken. Dass er richtig tropft. Ja. Und dann wasch ich ihn wieder runter. Er wird wieder ein Grüner. So wird aus dem Grüner ein Weißer und aus dem Weißen ein Grüner. Jawohl. So, jetzt ist es vorbei mit der Zauberei. Jetzt wasch ich es runter und dann geht's weiter. Dann machen wir weiter mit dem Anschmieren vom Rückewagen. So, now, habe ich schon angehängt, Rückewagen. Und schon dir fangen wir an mit dem Schmieren vom Rückewagen. Was ist da zum Beachten? Ganz einfach, ich habe mir da das ausgedruckt vom Handbuch. Vom Rückewagen-Handbuch ist da ein schöner Schmierplan drin, Wartungs- und Schmierplan. Den habe ich ausgedruckt und dann kann ich da jede Schmiernippel und jede Sache durchgehen und verdominiert und vergiss nichts. Das ist mir das Liebste, da muss ich nicht überlegen. So, ich habe den Ausleger ausgefahren, dass ich wirklich alles herassen habe. Und was nehme ich jetzt da fürs Abschmieren her. Das zeige ich euch jetzt einmal schnell. Einmal nehme ich einfach einen Degel voll Fett her, ja, Stacherfetten mit einem Pinsel und einmal meine Fettpresse. Das zeige ich euch dann auch noch. Ganz was Besonderes. Wäre bestimmt den oder anderen interessieren bei euch. So, und da gehe ich ganz strikt durch. Da habe ich meinen Plan. Da ist einmal der Rückewagen abgebildet mit jeder Schmierstalle und einmal der Kran an sich mit jeder Schmierstalle abgebildet. Und die Schmierstollen, die gehe ich jetzt Punkt für Punkt durch. Und da kann ich eigentlich nichts falsch machen. Da haben jetzt die ganzen Schmiernippel.
Und zwar einmal da und einmal da pro Reifen zwei. Haben wir schon bei 8. Dann haben wir da herunter. Da und da jeweils. 19, 11, 12. Dann haben wir da noch einen. 13, 14 und hinten 15. So, 15. 15 Schmiernippel müssen sie. Normalerweise. Ja? Die war ich jetzt weiß. 15 Schmiernippel. Dann hast du den Rückenwagen fertig angeschmiert. Jetzt weiter mit dem Kran. Da haben mehrere Schmiernippel drauf. Als allererstes fange ich alle an, dass ich das, da ist schon Estreich, Winsel, Stachelfetten und da alles saubere Fetten. Saubere Fetten. Sollte man schon machen. Natürlich hat es einen Nachteil auch, weil sich der Dreck hält. Ne? Aber das ist wichtig. Das ist meine Meinung dazu. Warum man das auch machen sollte, laut Betriebsanleitung, ist bei den Stützen. Und da spare ich alleweil. Weil da ist mehr Dreck drauf, vom Boden auf, ihr seht schon. Und dann zieht es den Dreck da rein, wenn man da mal zu fett hinhaut, da eher sparen. Das schmiere ich jetzt da rein und dann kommen die Schmiernippel. Und jetzt ist es so, jetzt zeige ich euch einmal mein Fettpress. Ich habe mir die gekauft, Akkuschrauber drin. Fettpress, wie man es kennt, kleiner Motor drauf, Schläuche, Entlüftungsventil und so weiter und so fort. Top-Gerät. Also ich habe mir das erst vor kurzem gekauft, weil man denkt, die scheiß Fettpressen alleweil, weil wenn ich da am Granum bin und genau da ist ein Schmiernippel um, ja, mit der Leuten und so weiter, und genau da oben sind nämlich die Matzner, dann musst du mit der Fettpresse und die zwei Hände alleweil umeinander pressen, da war es viel geschickter, wenn es da was heißt, das war einfacher gegangen. Und das ist Einhand betreibbar. Ja. Nimmst den Tint, ganz einfach, drückst drauf, ja, dreht er sich, kommt vorne fett raus. Na klar. Kann man keine Duschen, ich habe keine Duschen drin, weil mir das einfach sonst viel Trägerei ist. Kannst aber auch eine Suppe füllen, einfach ein Fett rein da. Ja. Oder da vorne ist sogar noch ein Befüllventil, kannst du von da aus das Ding befüllen. Also drei Möglichkeiten sozusagen kannst du da das Ding betreiben. Mit Kartuschen, einmal mit Kartuschen und einmal so einfach vorne aufschrauben, das kannst du oberschrauben, dann geht die vordere Einheit runter und dann tust du da vorne dein Fett rein, streichen mit einer Spachtel oder was. Oder mit dem Ventil, da kannst du das Fett durch das Ventil durchpressen, weil da gibt es Befüllanlagen und dann füllst du da hinten den Körper mit dem Fett auf. Ich finde das eine super Lösung. Das ist mein Akkuschrauber, mein einziger, aber ich habe, den werde ich da noch außen machen. Ich habe ein paar alte Nummern anlegen, ganz billige, die sind schon 15 Jahre alt oder 20. Und die werde ich da hin machen, das gelangt, weil da brauchst du bloß einen Antrieb, der aber ein bisschen das antreibt. Ja. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung, wer Interesse hat. Ich kann es euch nur empfehlen, ich habe jetzt da unten zum Beispiel angeschmiert, schon da unten, wo ich schon einlegen will. Ja, da drückst du halt rein und drückst auf den Akkuschrauber drauf und dann patzt das Fett rein und der drückt wirklich gut. Also der drückt das Fett rein, den möchtest du gar nicht glauben. So, da gehst du einfach her, nimmst das Ding, dann hast du einen Schmiernippel, ja, da drückst du ihn drauf, drückst einfach, legst du so her, ja, drückst drauf, zack, und dann gibst Gas. Sieh, Einhandbetrieb. Links habe ich Kamera und rechts habe ich das Ding. Ja, drückst drauf, dann hörst du es schon. Jawohl, da geht was rein. Du kannst schneller auch da. Ja. Und jetzt hat sich Scheiße presst, weg da und fertig. So. Top Gerät, funktioniert wunderbar. Die haben schon ein bisschen Fett rein da. Ne? Die haben schon rein. Kundendienst 2023 abgeschlossen. Jawohl. Das heißt, wir haben in den Rückenwagen angeschmiert
habt ihr gesehen, welche Schminippel am Wong und am Kran. Da ist notwendig sind zum Anschmieren, richtig schön, da ist schön ausgepatzt, den schwarzen Teufel. Ne? Seilwinden habe ich auch noch angeschmiert, habe ich aber nicht aufgenommen, weil das haben bloß zwei Schmiernippel gewesen, um etwas Seil rauskommt, an dem Arm, der war mal links und rechts dran gekommen, ja, ist ein Schmiernippel, dann ist unten an der Umlenkrollen, da habe ich nicht aufgenommen, Sache von 10 Sekunden. Seilwinden, sehr wartungsarm, ein bisschen Hydrauliköl nachschauen, Ölwechsel natürlich machen beim Hydrauliköl, hat auch noch nicht notwendig, also Noto, ne, ist auch noch nicht notwendig gewesen heuer, darum habe ich das Loan. Kommt nächstes Jahr wieder drum. Das nehme ich dann nächstes Jahr auf. Ne? Ansonsten, abgeschlossen für heuer, da ich sagen, es kann zur Saison noch gehen, im Winter, wenn wir schon aufreiben draußen, wieder mal. Obwohl mittlerweile, so wie ganz ehrlich, eine Saison im Holz gibt es nicht mehr. Ne? Im Sommer bist du der Käfer draußen oder im Sturm. Meistens im Herbst bist du im Sturm draußen. Ja, und dann kommt der Winter. Ne? Dann kommt das Mondholz, dann bist du wieder draußen und im Frühjahr geht es wieder an. Also, eine Saison, glaube ich, gibt es in Holzrast gar nicht mehr. So, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Meine Fettpress, betrieben durch Akkuschrauber. Da habe ich jetzt einmal meinen Makita weggemacht und deren alten Akkuschrauber hingemacht. Ich weiß gar nicht, ob es die Marken noch gibt. Brüder, Mannesmann, Werkzeuge. Keine Werbung. Wie gesagt, das ist einer, ich glaube, der liegt schon 20 Jahre umeinander, kein Mensch nimmt ihn her, und der kann eins, und zwar dran. Gas geben, dann dreht er sich. Top-Teil, 18 Volt, ne? Ein Akku habe ich leider bloß, ich hätte gern zwei gehabt, dass wenn der leer ist, dann kann man wechseln, wisst ihr selber. Aber der taugt, jetzt habe ich den nicht gemacht, weil der taugt da hin, dann lasse ich da drüber an der Fettpresse, und dann ist das ein Ding. Brutal! Also am Rückenwagen kann ich bloß empfehlen, unten drin hat Omer. Der presst richtig schön rein, der kannst du arbeiten damit. Nicht? Also ich habe jetzt gute Erfahrung gemacht mit der Kundendiensteinheit, die ich jetzt heute gemacht habe. Das einzige, was ich weggemacht habe, ist das da. Das ist standardmäßig bei der Fettpress dabei. Das habe ich weggemacht, weil das ist mir erstens zu gestartet. Ja. Zweitens ist mir das Ding da vorne, was du in Schmiernippel eindruckst, zu fest. Also das heißt, wenn ich den Eindruck bringe, das Schleicheln nicht mehr von Schmiernippel runter, ist mir zu anstrengend, das runter zum Zeugen. Das bringt es fast nicht mehr runter. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch die kauft, macht euch einen hin, den was von daheim schon habt, der was schon in der alten Fettpresse drauf hat, so habe ich gemacht. Ich habe den von der alten Fettpresse runtergedreht, die war per Hand zum Bediener ist und hab's da drauf gemacht. Das Ding ist top. Und nur ein Nachteil hat das Schleichel, wenn du das so schaut, das ist viel dünner wie das andere. Das heißt, da kommt viel zu wenig Fett durch. Das heißt, ich muss so lang umeinander pumpen und umeinander tradeln, da an dem Ding, dass da Fett durchkommt bei dem, weil das ist ein Drittel dünner wie das und der rumpelt richtig rein. Ne? Jawohl, ich sage wiederum Dankeschön fürs Zuschauen, das war's schon wieder für das Video. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen unterhalten können. Ein bisschen was mitgeben können, recht interessant ist heute nicht gewesen. Aber das nächste Mal wird es wieder interessanter. Und wenn meine Videos gefallen, bei aller euch bewertet es positiv. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr Servus. Jawohl.